Hallo, ihr Neugierigen. Da Prinz William und Kate Middleton drei Kinder haben, ist Prinz Harry der Sechste in der Thronfolge. Daher ist es höchst unwahrscheinlich, dass er jemals den Thron besteigen wird. Und so kann er eine relativ größere Freiheit als sein älterer Bruder genießen. Das hat er vor allem in seiner Jugend voll ausgenutzt. Aber mit der Zeit wurde der geliebte Enkel der Königin Elizabeth II. Zu einem verantwortlichen Vertreter der britischen Monarchie, zum treuen Ehemann und sorgenden Vater. Hat sich das schwarze Schaf der Windsor-Familie vielleicht genug ausgetobt? Schließlich war seine Vergangenheit voller Skandale und Kontroversen, für die er sich wortreich entschuldigen musste. Hat ihn die Liebe zu Meghan Markle verändert? Bleibt dran, um mehr darüber zu erfahren. Prinz Harry, der jüngere Sohn von Lady Diana und Prinz Charles, ist am 15. September 35 Jahre alt geworden. Bei dieser Gelegenheit gratulierte ihm seine Frau Meghan Markle. Sie bezeichnete ihn dabei als den besten Mann und den wunderbarsten Vater. Ihren Post wurde eine Collage von Harrys Fotos aus verschiedenen wichtigen Phasen seines Lebens beigefügt. Das sind nette, lebendige Fotos, die nichts von seinen zahlreichen Reinfällen und Skandalen verraten. Und diese haben Prinz Harry ja den Beinamen »Das schwarze Schaf« beschert. Aber was hat er eigentlich in seiner rebellischen Jugend getan? Als Prinzessin Diana beim tragischen Unfall ums Leben kam, war Harry lediglich 12 Jahre alt. Den Verlust der Mutter erlebte er sehr schmerzhaft. Er wollte nicht an der Trauerprozession teilnehmen, bei der er dann seine Tränen kaum unterdrücken konnte. Außerdem musste er sich noch den damals laut gewordenen Gerüchten stellen, dass er angeblich nicht Prinz Charles, sondern Mayor James Hewitts Sohn sei, mit dem Lady Di eine Affäre hatte. Und obwohl seine Großmutter, die Königin Elizabeth II., ihn mit großer Liebe umsorgt hatte, fühlte er ständig, dass er im Schatten seines fast makellosen Bruders steht. Diese psychische Spannung baute er als Teenager so ab, dass er rebellierte und Ärger suchte. Außerdem versuchte er, mit Genussmitteln, Partys und guter Gesellschaft seine Stimmung zu verbessern. Bereits 1999 gab es in der Presse Gerüchte, dass als sich Harry im Rockbad in Cornwall aufhielt, er attraktive Frauen so angemacht habe, indem er nach ihnen Weinflaschen aus dem Fenster warf. Später, als er einmal auf einer Hochzeit war, sollte er zum Entsetzen der angesehenen Gäste einen Goldfisch aus dem Aquarium gegessen haben. Und das ist noch nichts. 2002 gab der 18-jährige Prinz öffentlich zu, dass er zu viel hochprozentige Getränke trinke und Joints rauche. Daraufhin schickte ihn sein Vater auf Entzug, um den Medienrummel möglichst zu reduzieren. Auf den nächsten Skandal musste man jedoch nicht lange warten. Im Jahr 2005 veröffentlichte das Magazin The Sun ein Foto von Harry, der als Nazi-Soldat mit einem Hakenkreuz posierte. Die Welt war empört und die Öffentlichkeit verlangte eine Erklärung. Daher zeigte Harry Reue und gab ein Statement ab, in dem er sich entschuldigte und gestand, dass seine Bekleidung unangemessen gewesen sei und er niemanden habe beleidigen wollen. Aber trotz dieses Fauxpas ließ sich Harry immer wieder auf neue Affären ein, hatte viele Liebschaften und feierte groß. Zum Beispiel in einer kroatischen Disco tanzte der betrunkene Harry am Rande des Pools, verlor das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Uff, bei all dem musste die königliche Familie wohl totale Kopfschmerzen bekommen haben. Und es wurde noch gemunkelt, dass sie Harrys Partyfreunde fürs Schweigen bezahlten und außerdem seine extrem hohen Clubrechnungen beglichen. Daraufhin forderten die Briten, Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber dann, im August 2012, brach der nächste, wohl der größte Skandal mit Harry in der Hauptrolle auf. Ja, The Sun veröffentlichte Nacktbilder von Harry, die während einer Party in einem Hotel in Las Vegas geknipst wurden. Wie berichtet wurde, hatte Harry während seines Militärdienstes Ausgang. So lud er bereits angeheiterte Harry mehrere attraktive Frauen in seinen VIP-Raum ein und sie spielten Strip-Billiard. Ein Foto zeigte dann den entblößten Prinz Harry, der sein Wunderhorn bedeckt und gleichzeitig von einer nackten Frau umarmt wird. Der verlegene Buckingham Palace zahlte wieder eine große Summe für Alkohol und den Hotelschaden. Und der Kommandant Harrys Militäreinheit ermahnte ihn offiziell wegen der Blamierung der britischen Armee. Kurz darauf gab Harry in einem Interview für die BBC zu, dass er sich damals zu sehr wie ein Soldat und nicht wie ein Prinz verhalten habe. Und er erklärte, dass er nicht nur sich selbst enttäuschte, sondern auch seine Familie und die britische Armee. Aber Harry fügte noch hinzu, dass es sich damals um eine private Situation gehandelt habe und dass die Medien mit ihm eigentlich grausam umgegangen seien. Derzeit wurde in der Presse außerdem gefordert, dass der Prinz auf seinen Titel verzichten sollte. Doch als Strafe musste er lediglich die Hälfte seines monatlichen Soldes für wohltätige Zwecke spenden. Überdies stellte sich heraus, dass die Briten ihn trotz seiner Exzesse weiterhin sehr liebten und auf Facebook wurde eine Gruppe erstellt, die Harry in der Not unterstützte. Die User posteten dort ihre nackten oder halbnackten Fotos, sodass rund 10.000 Fotos gesammelt wurden.
Heute sucht man vergeblich nach Harrys ausschweifenden Partys oder kurzlebigen Beziehungen. Seit 2016 ist Prinz Harry mit Meghan Markle offiziell zusammen und man kann sehen, dass er in sie wahnsinnig verliebt ist. Außerdem ist er ein treuer Ehemann und stolzer Vater von Archie geworden, der ständig betont, wie wichtig ihm seine Familie sei. An der Seite seiner Frau ist er ruhig geworden und hat ein glückliches Zuhause geschaffen. Dazu ist er noch in zahlreichen Stiftungen tätig und kommt seinen königlichen Verpflichtungen nach. Und die Königsfamilie muss sich nicht mehr über sein Verhalten entschuldigen und die Briten, die ihn verehren, finden in ihm ein gutes Vorbild. Und nun wieder zurück zu euch. Was haltet ihr von Prinz Harrys Veränderung? Glaubt ihr, dass er nun endlich reif und erwachsen geworden ist? Oder wird seine rebellische Natur in ihm nochmal erwachen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.